Was passiert jetzt? Nur den Gürtel lösen. Ah, man muss also noch mehr machen. Also mehr. Leertaste, ja. So, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück. Memorial-Transfusion erfolgt. So, Anästhesiemaske losbinden. Genau, wird verändert. Du bist. Es tut weh. David, du wirst gesund. Olga, so leer, So. so wahr. Versuch dich an uns zu erinnern, David. Das erste Mal, du kommst zurück. Dann noch den entsperren. David, du musst zurückkommen. Keine Sorge, die Nymphäa ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Das glaube ich auch. Alles wird wieder Oh, mit der gut. Zeit. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Glaube ich auch. Gut, die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Ich glaube, das hat wieder Behandlungen. nicht gereicht. Eine. Dann gehe ich noch mal ein bisschen weiter zurück. So, mal gucken, was es noch gibt. So. Gehen wir nochmal weiter zurück. Was haben wir denn da? Und erhöhen seine Erinnerungsflux umkehren. Erinnerung wird verändert. Memorial-Flussumkehrung Ich Empfänglichkeit denke mal, das reicht. für die Transfusion. Es gibt also nichts mehr. Alter, nicht gut. Frau Sedova? Spender-Identitätskollaps erwartet. Alter, ist er unfähig. Trockene Frau, schreien! Wo ist mein Gesicht? Das ist unmöglich! Er leidet mein Fleisch! Quarantäne! Quarantäne! Der ist tatsächlich leicht durchgedreht. So leer. So wahr. Ist sie jetzt tot? Oder was ist das? Hat eingerichtet Erinnerungsfehler. Also schließlich, wie kann man sich daran erinnern, tot zu sein? Stimmt. Dann gehen wir nochmal sehr viel weiter zurück. Erinnerung wird verändert. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Dann den Trolley bewegen. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. What? Da war doch noch was. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits Maschine anpingen. fragmentierten Persönlichkeit. Was bohrt er da jetzt schon wieder? Achso, Hier. nee, das ist noch eine Infusion. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Nee, das wollten wir ja nicht. Empfänglichkeit für die Transfusion. Sonst stirbt sie wieder. Tachykardie. Das ist sehr ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein Aber wenig egal. nervös, das ist alles. Kein Grund zur Sorge.
Am besten auf friedliche Erinnerungen konzentrieren. Jetzt machen wir noch die los. Und dann... Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Kind der Wolken! Warum kriegst du es? Was ist jetzt passiert? Die Fässer fassen nichts! Jetzt machen wir noch den Gurt los und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles bis auf die Umkehrung. Ach, ist der unfähig. In meine Augen! Okay, man kann es auch übertreiben. Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. Sie hat ein Flugzeug. Oder wie auch immer, das nennt es Heli? So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Irgendwie ist er sympathisch. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Albert Camus. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen.
seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Makrowelle. Keine Mikrowelle. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Kann ich mir vorstellen. Ihr Mann ist immerhin gestorben. Dein erstes Ziel heißt Kaori Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo-Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotonde. Keine Namen. Bad Request. Alter, ich muss sagen, ist doch tatsächlich sehr schön irgendwie. Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhig, Melina, ganz ruhig. Hey, da geht's nicht weiter. Was auch immer das ist, es kostet genauso fast so viel wie, wie dieser komische Krabbenkuchen. Cash for Memory, kann ich da auch hin? Easy. Erster romantischer Kuss, Nummer 17. Einkauf bestätigt. Gedächtnis wird eingesetzt. Bitte nicht bewegen. Gedächtnis eingesetzt. Wow. Das ist cool. Ist das nicht falsch rum? Das heißt das nicht eigentlich, das wäre Memory for Cash? Also man bezahlt und kriegt dafür eine Erinnerung? Oder kann man auch Erinnerungen einspeisen lassen, dass man sie selber nicht mehr hat? Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Oh mein Gott, das ist echt geil. Diktat. Ja, passender Name irgendwie. Die brennende Antwort auf Eindringlinge. Verteidigungsanzug oder Druide? Aber irgendwie geht's selbst denen nicht gut. Offenbart sich das Wort des Herrn. Das Gedächtnis der Menschheit ist der Herr. Es enthält das getreue Abbild seiner allerherrlichsten Fleischwerdung. In ihm wird offenbar der Vater und dein Wort. Und der Herr neu erschienen, neu geladen, Paket für Paket. Oh mein Gott. Gemäß der Hygienebestimmungen von Neo Paris ist der Zugang zu den Docks verboten. Besuche meine Mutter. Nur ein Husten. Nicht weiter. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn er nicht in 30 Sekunden da ist, verkaufe ich ihn. Und ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause. Und wir sehen uns zunächst wieder, wenn es wieder weitergeht mit Remember Me. Ciao.